Toller Aus. Der erinnert mich an irgendjemanden. Das habe ich hier, glaube ich, öfter. Das ist doch der, ne? Hm, hier sind mir so viele Leute. Halten Sie mir Tide und Ashford vom Leib. Vor allem Tide. Sonst platzt mir noch eine verdammte Ader. Oh Mann. Was denn? Da oben ist jemand, das ist doof. Ja. Dem gehen wir gleich hinterher. Ich mach mal kurz das hier. Mit dem. Ich glaube, das ist nur zur Ablenkung, oder? Elektrowaffe einschalten. Ich gehe erstmal dem Typ hinterher. Wer zum Teufel ist das? Verdammt. Ich kenne das Gesicht doch. Kein Instinkt mehr. La. Wo bist du denn jetzt? Da oben schon? Wie kommt er denn so schnell da? Naja. Ist so ein Sprinter, ne? Naja, geht da noch. Oh Mann, das, wenn der Typ mich jetzt sieht, dann bin ich am Arsch. Das habe ich gesehen. Sehen Sie sich diese Werte an. Total was überhöht. Denn? Schon mal was von Präzision gehört? Bin Präzisionsgewehren, was? Also nochmal von vorn. So, Waymond. Der ist da drinnen, ne? Okay, dann kann ich ja mal kurz. Stopp. Pass auf, pass auf, pass auf. Das habe ich gesehen. Das letzte Mal ist es doch hier explodiert, oder nicht? Okay, das war nur Zufall. Was? Bombenkammer aktivieren. Aber egal, das ist jetzt eh. Alles klar. Quatsch. Scheiße, jetzt ist er ja draußen. Mann. Weißt du was? Was zur Hölle? Was war das? Achso. Da versteckt sich im Regal. Hilfe! Helfen Sie mir! Bitte! Ist da irgendwer? Bitte! Ja, wie gesagt. Das Spiel ist aus. Denken ne? Sie nicht mal dran. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Im Schrank? Tötet den Hurensohn. Meine Fresse! Das ist er! Lass ihn nicht entkommen, Jungs! Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Okay, wir müssen alles durchsuchen. Irgendwas stimmt hier nicht. Wenn ich erstmal, ne? Weil ich erstmal alle. Wenn die mich erstmal sehen, ne? Guck mal auf die Karte, wie viele Leute das sind. Das, der Typ ist hier. Naja, das könnte ein bisschen dauern. Mach ich. Was denn? Was soll er denn machen? Hey, ich brauche Verstärkung! Ich glaube, wir müssen erstmal alle runterkommen wieder. Und dann brauchen wir eine neue Verkleidung. Am besten von einem Unschuldigen, von den Typen eben, die Angst vor uns haben. So, ich nehme jetzt hier so eine Stunde und 20 Minuten auf. Muss mal erstmal wieder anders hinsetzen. Da knackt der Stuhl vor Freude. Da ist doch jemand, oder? Wo ist denn der Typ? Da. Der geht jetzt mal bitte schön wieder raus. Ich verkleide mich einfach. Ich glaube, es ist die gleiche Verkleidung, aber ich verkleide mich einfach als der. Mal gucken. Es leuchtet immer noch unten links. Also hier war ja eben drinne der Typ, ne? Dann wäre hier die Tür zugegangen, dann wäre er mit explodiert. Das wäre, glaube ich, ziemlich geil gewesen. Ich nehme auch mal die Waffe mit. So.
Und jetzt? Wo ist denn der andere Typ? Da unten. Ja gut, dann gehe ich auch nach unten. Ich will mich als der verkleiden. Hey, Sie! Wer zum Teufel sind? Oh Gott, nein, das sehen die jetzt nicht, oder? Okay, das, juhu. Chameleon, 2 von 3. Einfach nur nach unten gehen. Jetzt brauchen wir vor den Typen uns nicht mehr verstecken, sondern nur noch vor den anderen. Kommen Sie da lieber raus. Geh da rüber. Hier ist er nicht. Kann ich mich hier nochmal umgucken? Ist hier jemand? Nein. Ich will alles sehen, wie gesagt. Ach, da hier waren wir ja schon. Stimmt. Da war ja was. Hast du ihn gesehen? Da. Sie bleiben hier. Aber der... Da brauche ich, glaube ich, gleich ins Ding, ne? Oder... Hier ist aber noch jemand anderes. Fangen Sie das Gebiet. Wir jagen eine Ratte. Eine hinterdrückende, fettärschige Ratte. Hier drüben ist nichts. Ratte. Da bist du ja. Das Überleben des Testsubjekts spielt hier eindeutig keine Rolle. Tja, Leute. Probenroboter aktivieren. Der soll sich mal wieder hinsetzen. Setz dich mal auf den Stuhl, Edward Ashford. Edward Ashford. Darf ich mir mal die Sachen hier angucken? Röntgenaufnahmen. Edward Ashford. Seht ihr irgendwas? Los! Warum ist der hier drin? Der soll rausgehen. Zentrale, hier ist das nervt mich. Holt lieber die Nachtschicht aus dem Bett. Wir brauchen hier jeden Mann, den wir kriegen können. Setz dich doch mal da drauf. Ich will, dass dieser Auto nicht kämpft. Klar. Hier drüben ist nichts. Wie mache ich denn das jetzt? Der setzt sich doch bestimmt nicht hin, wenn der hier... Nee. Wenn ich den jetzt töte, dann merkt er das ja auch. Hier Mongoose 6, was gibt Zentrale? Negativ Zentrale. Wilco. Vielleicht mache ich das einfach trotzdem mal und... Ist da drüben irgendwas? Als Ablenkung einfach nur. Alles sauber. Oh, das wäre so witzig. Oh Mann. Oh Gott, das wäre so gut. Ich will es unbedingt so schaffen. Das wäre der Hammer. Hier Mongoose 1. Noch komm, das sowas, sowas muss man einfach zeigen. Oh, keine Sorge, setz dich auf den Stuhl. Und wie ich das werde. Wenn der andere das dann mitbekommt, ist egal. Ich will das einfach nur sehen. Bei dem anderen hätte es auch schon so geil werden können, aber... Ah, die sind noch zu in Alarmbereitschaft, immer noch. Die sind total unruhig. Was mache ich denn jetzt? Hier drüben ist nichts. Vielleicht gucke ich mich einfach noch mal um, in Ruhe. Negativ. Ich durchkämme die Gegend. Vielleicht sitzt er ja dann gleich auf dem Stuhl, wenn ich wiederkomme. Hier sind überall solche... Darf ich mal? Soll ich? Komm, ich tue es jetzt. Wir haben eben einen Kontrollpunkt aktiviert. Und die wissen ja eigentlich nicht, dass ich es war, oder? Und das würde ich mir jetzt angucken. Oh. Ach so, was? Wer ist denn jetzt? Oder ist einer von uns? Also einer, der aussieht wie ich. Und der erkennt mich dann ja. Natürlich. Was ist nein, denn Zentrale, los? Wir haben, nachts. Haben Sie hier einen dieser Großstadtfenster gesehen? Uns vorbeizukommen, ist er in der Hölle, bevor er weiß, was Mann, jetzt setz dich doch mal drauf. Alles in Ordnung. Können Sie auch nicht ewig hier stehen und warten, das macht ja keinen was Sinn. Was macht ihr denn da?
Ich brauche hier drüben mal Hilfe. Kapiert? Verschwindet, Ladies. Wir so, haben hier, hier einen kleinen Zwischenfall. Auch noch. Das ist so strange hier irgendwie. Ist da drüben irgendwas? Die haben alle voll Angst. Was ist das? Sie müssen ihre Einsatzziele vollenden, um fortzufahren. Achso, dann kann ich da gleich rüberfahren. Oder... keine Ahnung. Dann müsste ich den gleich so töten, leider. Schade, ich hätte es echt gerne gesehen, wie das Ding den... irgendwas? Zerschnetzelt. Ich finde ihn nicht. Das klingt brutal, das ne? Aber... wenn die sowas schon im Spiel anbieten, dann möchte ich das doch auch sehen. Das ist doch... Mensch! Setz dich auf den Stuhl. Das ist ein Befehl. Komm. Hey, habt ihr was gefunden? Nein. Nichts. Ich sehe so böse aus. Oh Mann, du bist blöd. Ich hasse dich voll. Du Otto. La la la. Oh, warum nur er? Das müssen wir überprüfen. Das müssen wir überprüfen. Alles klar. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. War es nicht? Haben Sie hier einen dieser Großstadtwichser gesehen? Komm das her. Lass mal los. Scheiße. Stellen wir diesen verdammten Mann, Ort, immerhin ein bisschen Spaß, komm. Spaß muss sein. Spritze. Oh. Okay. Scheiße. Ah ja, egal. Also, ne? Ne? Das ist ja jetzt, ich wusste was. Ja. Eine geile Waffe. Wo müssen wir denn jetzt hin? Nach oben oder nach unten? Ach, da, wo wir eben waren. Stimmt, da war ja was. Schon wieder vergessen. Oh oh. Könnte mich treffen. Ich kann die auch treffen. Ich verkleide mich mal kurz. Hoffentlich kriegen die es nicht mit. Okay, die haben es mitbekommen. Die ist gleich auch tot. Schade. Schade. Noch leben wir. Gibt es hier irgendwo ein... oh Gott, es sind so viele da hinten. Ach, aber es sind nur Angsthasen. Ein Medizinkasten. Oh Mann, ich hätte so gerne das gesehen. Ich möchte das mal kurz. Nur die Vorstellung, dass er da gleich, dass er da sitzen würde. Und er durchbohrt wird. Wir haben hier was. Mann, wäre das schön gewesen. Tralalala, la 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 la. Tralalala, la la. Okay. Da sind noch zwei Idioten. So, und jetzt können wir hier rüber. Brücke rufen. Was? Victoria war hier. Dr. Ashfords Forschungen sind sicher auf diesen Computern gespeichert. Kann ich denn nochmal was mit diesem hier machen? Kann ich denn... ich möchte, dass der durchbohrt wird, aber das ist ja... der dreht sich ja nur, der Roboterarm, ne? Schade. Kann ich hier irgendwas machen?
Ich will den irgendwie... Ich bin gerade so... Ich merke es selber. Ich bin gerade im Blutrausch. Ganz schlimm. Tut mir leid. Da müssen wir hin. Okay, blablabla. Bisschen Muni haben wir noch. Oh, Victoria. Dr. Ashfords Protokoll abspielen. Victoria überall. Auf den ersten Blick ist das Subjekt nur ein gewöhnlicher Teenager. Aber die ersten Testergebnisse waren untypisch. Da ich keine voreiligen Schlüsse ziehen will, muss ich auf die Ergebnisse der DNA-Analyse warten. Das Subjekt übertrifft meine kühnsten Erwartungen. Ihre Werte sind absolut einzigartig. Außer Dr. Ortmeier hat bis heute niemand in diesem Ausmaß das menschliche Erbgut manipuliert. Im Vergleich dazu sind meine Versuche mit dem Mexikaner Sanchez lächerlich. Das Werk eines Stümpers. Ich gebe zu, es fällt mir schwer, eine wissenschaftliche Distanz zu wahren. Das ist eine Chance, von der ich mein ganzes Leben geträumt habe. Ich fürchte nur, Blake Dexter wird das Mädchen meistbietend verkaufen, anstatt zu warten, bis es sein gesamtes Potenzial erlangt hat. Er ist eben ein beschränkter Kleingeist, ohne Sinn für die wahre Wissenschaft. Ich muss möglichst viele Daten sammeln, solange ich die Chance dazu habe. Der Inhalt dieses Labors könnte bereits jetzt zig Millionen wert sein. Okay, es geht mal wieder, also natürlich, wie soll es auch sonst sein, nur um Geld eigentlich. Verkaufen. Was ist das? Sieht merkwürdig aus. Gibt es hier noch irgendwas zum Einsammeln? Oder einfach mal irgendwas sabotieren?